Moin, moin, Leute. Ich heiße euch herzlich willkommen und zurück zu Satisfactory. Ne? Ist ja klar. Genau. Ich stehe hier in der Nähe der Eisenfabrik. Oder an der Eisenfabrik. Genau. Und hier sehe ich so... oh, nee. Die nehmen wir mal wieder. Und hier sehe ich so, dass ich kein Geländer habe. So. Ziehe ich immer so ein bisschen Geländer. So, wir brauchten 30, 60, 90 mehr Eisenplatten. Hier steht noch so einiges und wartet darauf, angeschossen zu werden. Das hatte ich mal irgendwann mal hingebaut. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ist auch egal. Die wollen auch befüttert werden. Und zwar, das sind dann hier jetzt 30, 60, 90. Aber das wird wahrscheinlich eh nicht reichen, das Eisen. Und Strom haben die auch noch nicht. Okay, dann brauchen die natürlich noch alle Strom. Okay, eins, zwei, wo steht der? Okay, das geht nicht richtig auf. Also, der muss hier stehen. Der nächste muss hier stehen. Und der nächste... Oh, da ist eine Pflanze. Hallo, Pflanze. Okay, dann können wir denen auch alle Strom geben hier. Ist ja keine Problem, ne? Außer der Strom macht irgendwann mal schlapp. Aber ich habe das eigentlich so ganz gut im Auge. Weil ich weiß ja, es produziert eh noch nicht alles. Und bevor ich jetzt hier, oder wir alles upgraden werden, wird das sowieso so sein, dass wir den Strom vorher upgraden. Oder besser gesagt, dann können wir endlich genug Strom produzieren. Weil wir dann Mark 4 haben. Ne, das ist einer der... Das hier ist nicht richtig. Wieso hat der jetzt schon 4? Ich sehe nur 3. Einen Moment, wie habe ich das hier? Das geht doch immer weiterführend. Einen Moment, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Also, von denen zu denen. Und dann gibt der an 2 ab. Ja, das ist richtig. Und dann gibt er auch sein Kabel weiter, ne? Okay. Ist doch alles richtig, okay. Alles klar. So, dann die hier, die brauchen auch noch Strom. Nee, die brauchen keinen Strom mehr, ne? Ah, nee, ich mach das lieber. Das vergesse ich, dass ich den ausgemacht habe. So, ja, die sind jetzt alle angeschlossen. Das sind jetzt 30, 60, 90 mehr, ne? Das ist richtig, ne? Ja, genau. Wunderbar. Dann haben wir da unsere 90 Eisenplatten, die wir mehr haben wollten. Die werden auch hiermit abgeführt, wenn sie denn genug Eisen kriegen. Was ich natürlich nicht glaube. Hä, habe ich das jetzt vergessen? Oder? Nee. Der ist einfach nur mit Strom angeschlossen jetzt. Genau, okay, gut. Genau, das wird nicht reichen an Eisen. Das ist ja die nächste Sache. Aber ich kann hier nicht noch mehr, also an dieser Stelle kann ich schon noch mehr Eisen mit reinquetschen, ne? Das ist nicht das Problem hier für die Eisenplatten. Aber dieses System hier, wo ich drauf stehe, es ist ja kein richtiges System. Das muss eh nochmal geändert werden. Genau. Denn wenn ich ja Mark 4 habe, weil das sind 280 sind das, ne? Nee, wie viel sind das hier? 240. Und die könnte man schon hier vorne vereinen zu einem Laufband. Genau, also das wollte ich hier auch nochmal umbauen, so ein bisschen. Jetzt nicht so, also ganz abwegig, ne, aber das muss hier nochmal so ein bisschen abgeändert werden. Denn, ja, wie man sieht, ne, das meiste Eisen läuft einfach komplett zu den Eisenstangen, aber es stockt ja hier, ne. Weil das sind 240. Diese 240 treffen hier auf dem Mark 3 Laufband. Und hier kommen nochmal 120. Und das kann ja gar nicht richtig mit abgegeben werden. Deswegen wollte ich das gerne, diese beiden zusammenschließen. An einen intelligenten, also an einen Fusionator. Das dann an einen intelligenten Splitter weiterleiten. Damit der den Rest dann hier rüber gibt.
Also einmal andersrum so gesehen. Dann würde das hier nämlich auch automatisch mehr kriegen. Genau, weil es wird ja hier nur einmal 120 reingeführt. Obwohl das stockt und das stockt. Genau, das muss einmal umgeswitcht werden. Genau, das können wir auch noch in Angriff nehmen. Das ist jetzt aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt die Schrauben noch erhöhen. Und die Schraubenproduktion, ja. Das ist jetzt so eine ganz andere Sache, weil die Schraubenproduktion, die Basis ist ja jetzt voll. Das heißt, wir müssen jetzt auch ein Dach oben raufbauen. Und können dann eine weitere Schraubenproduktion oben starten. Weil unten ist voll vom Platz her. Und noch größere Fläche wollte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Genau, das ist ja hier so gesehen dicht. Wobei, einen Moment. Das nehme ich mal weg. Genau, so. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Leinwand. Leinwand? Eine Leinwand, bitte. Nein, also eine Reihe hier oben drauf, damit wir so gesehen ja drei eben, also die, ne, drei Reihen Wände haben. Meine Güte. Was für eine schwere Geburt, wenn wir hier so das zu benennen. Okay, und dann setzen wir hier natürlich unseren schönen Glasfußboden. So. Ne, so. Genau. Ich hoffe, ich habe genug von allem mit. Um das auch hier zu vollenden, wenigstens, die Ebene. Zehn. Boah, das ist aber auch hier, wenn man da nicht richtig hinguckt, dann will er das nicht machen, ne? Vielleicht nach oben gehen? Ist besser, ne? Ich habe zwar noch keine Treppe, aber wir können ja einmal hier mit einem gekonnten Sprung und so und hier und zack. So. Und dann ist es besser. Dann guckt man nicht irgendwie auf so einen Strommast oder auf so ein Kabel, sondern kann einfach einmal nach vorne ziehen. Und dann hat man das. Ja, das sollte reichen, ne? Oh, das war's. Zack, haben wir ein Dach drauf. Genug Abstand auch zu der Produktionskette unten. Nicht, dass es so zu gequetscht aussieht oder auch zu hoch aussieht. Also da ist auch möglich, noch ein paar Lampen unterzuklatschen, wenn man das möchte. Genau. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Das nimmt jetzt hier auch richtig Gestalt an, dass man weiß, aha, hier, das ist ein Produktionskomplex. Okay, ja, wir müssen ja auch irgendwie von unten nach oben kommen, ne? Ich denke, wir machen das genauso wie drüben bei der modularen Rahmenfabrik, dass wir hier, wenn man hier so reinkommt, dass man hier so eine Treppe hat nach oben. Genau. So, Treppi. Aber mittig, ne? Oh. Jetzt ziehen wir die einmal kurz mal noch ganz durch. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann Einstieg daran. Und dann können wir das hier mit Geländern zumachen. Und ja, hier setzen wir dann gleich eine Wand drauf, ne? Damit man weiß, was abgeht. So. Genau, dann haben wir hier unseren Eingang nach oben. Hochgang, Durchgang, wie auch immer. Und dann können wir das gleiche und was wir hier oben haben, nochmal aufbauen. Genau, und dann können wir auch die Schrauben hier dann nach unten führen, von oben. Und durch den Boden nach unten. Genau, und das kann man dann, ja, nicht zu oft machen. Man muss dann vielleicht mal die Position hier so wechseln. Aber es ist ja kein Problem, ne? Wir hatten ja sogar noch ein bisschen Platz. Das ist ja jetzt... Also ich habe ja den Abnahme des, also diesen Liftkopf wirklich nah daran gesetzt. Also, ne, ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt kein Spielraum mehr ist. Aber wir wollen ja auch unseren Platz hier haben, damit wir hier in Ruhe längs gehen können, ne?
Genau. Ja, muss mal gucken, wie man das macht, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass man das wirklich jetzt hier nach unten führen muss. Also da hat man ja alle Möglichkeiten. Wir können das ja auch, weiß ich nicht, wenn wir jetzt hier oben sind, das zum Beispiel hier durch die Wand führen. Oder hier also auch durch den Boden und dann irgendwie durch die Decke und dann hier runter, hier außen und die dann alle hier unten ankommen lassen, dass die im Boden verschwinden, sodass sie sich nicht gegenseitig blockieren oder sowas. Also das ist jetzt auch nicht das Problem, ne? Da sind einen alle Freiheiten offen. Das sieht nicht so gut aus hier, das mag ich nicht. Machen wir das ein bisschen schicker, ne? Bisschen schickimicki hier ran. Schickimicki. Okay, dann müssen wir jetzt oben das gleiche aufbauen. Das heißt, die Stangen werden auf jeden Fall hier hoch. Die gehen ja hier hoch. Hoch, hoch, hoch. So, hier. Ja, machen wir das genau auf der gleichen Höhe von dem. Genau, so. Und die kommen ja mit Mark 2. Ach, das muss ja auch noch alles geupgradet werden. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Dann setzen wir auch schon mal hier den Grundstein für, dass es geupgradet wird. Und machen wir hier mit Mark 3 gleich weiter. Genau. Ziehen wir das hier schon mal durch alles auf Mark 3. Was haben wir denn hier für eine Party? So. Also ein Upgraden ist cool, aber auch uncool gleichzeitig. Weil das dauert halt ein bisschen, ne? So, dann müssen wir jetzt upgraden bis zur Abnahme. Also da, wo die herkommen. Das ist hier. Genau, das war's. Oben sind die... Ne, oben ist, glaube ich, noch das ganz kleine Stückchen und der Kopf ist noch Mark 3, genau. Genau, genau. Dann machen wir hier zu. Dann schummeln wir uns hier einmal durch. Und dann müssen wir da vorne diesen kleinen Kopf... Genau, der muss auch Mark 3 und das Stück muss auch Mark 3 und das ist alles Mark 3 und das ist auch Mark 3 und der splittet einfach 50-50 auf. Genau, das müssen wir auch noch abändern, dass der 50-50 teilt, dass wir hier einen intelligenten Splitter setzen und der, sagen wir, alles in die, also alles an Stangen in die Schraubenfabrik und den Überschuss führst du dann hier längs. Ja, genau, und so macht man dann immer weiter. Dann hat man auf jeden Fall, ja, ist sicher, ne? Und seinen Überschuss kriegt man ja auch, der wird ja dann eingelagert, somit kann die, Schraubenfabrik niemals stillstehen. Okay, dann würde ich sagen, dass das falsch ist da unten, was ich gemacht habe. Warum in den Boden? Nee, nix in den Boden. Wir müssen nach oben. So, hier. So. Mhm. Da läuft es schon. Genau. Wunderbar. Und das Ganze geht dann hier einfach weiter. Das heißt, der... Ja, genau, der muss auch genau... Ne, dann machen wir das einmal kurz anders. Dann klickt das da besser ran. Das ist ja dann ein Splitter hier. Und der sitzt... Hä? Ne, da sitzt du überhaupt nicht. Du musst hier genau... Genau hier musst du sitzen. Ah, ne, das ist... Das ist gar kein Splitter gewesen. Oder? Ne, das war ein Fusionator, genau, so. Der musste genau hier sitzen, ne? Oder? Ne, der sitzt genau hier auf diesem... Genau auf der Mitte sogar. Ganz genau auf der Mitte sitzt der. Genau, so. Der sitzt genau so. Und dann klickt auch der... da einfach so ran. Hallo? Genau. Dann ist er mit seiner Ziehharmonika-Verbindung. Ja. Super. Okay, dann können wir jetzt hier einmal
das Laufband komplett durchziehen. Ich weiß nicht, ziehen wir erstmal bis... Wir sehen ja, wie weit wir können. Müssen, besser gesagt. Und das Gute ist auch, wir können auch hier gleich darauf achten, dass wir keine Nähte setzen. Oder an den richtigen Stellen. Der Boden ist zu steil. Ja, du bist auch steil. Ja, genau. So, dann einfach so. Macht man da einfach einen Fuß hin und dann kann man auch damit ein Laufband dran. Auch wenn der Boden zu steil ist. Wie auch immer. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ne? Bis hier machen wir erstmal. Der Boden ist ja wieder steil, genau. Machen wir wieder so. Wenn der Boden zu steil ist, dann halt so. Genau. Und jetzt setzen wir hier unsere Fabrikatoren. Nee, Konstruktoren. Ich setze die einmal ab, damit wir die genau übereinander bringen können. Nee. Das ist nicht, noch nicht so richtig. Ja. Ja, das ist richtig. Da muss er stehen. Hä? Was ist denn hier los? Was habe ich denn hier hingebaut? Ach, schon wieder ein Fusionator. Meine Güte. Nee, nix Fusionator. Splittere. Warum baue ich denn immer das falsche Ding dahin? Ich weiß auch nicht. Verwirrt halt. So ist besser. Jetzt geht das auch. Und dann hier nochmal so. So. Alles wunderbar. Kein Stress. Ja, Strom. Wir müssen Strom von unten nach oben holen. Definitiv. Mit einer Wandstromleitung. Aber nicht mit einer doppelseitigen. Normalen. Und dann gehen wir hier durch die kleine Öffnung, die da oben ist. Mit unserem Strom nach oben. Ich setze mal noch eine Wand drauf. Damit wir den Strom ein bisschen weiter oben absetzen können, damit das nicht so gequetscht alles aussieht. So, das ist ein bisschen eleganter. Ja. Ja, das ist hier auch eigentlich schon ganz interessant, wie das steht. Ich setze hier gleich mal einen zweiten nebenher. Wir brauchen ja, was habe ich gesagt? 100, 6, 12, 18, 180 Schrauben. Und das sind ja jetzt 80, 120, 160, 200. Anders geht's nicht. Genau. Und dann setzen wir... Ich setze hier dann so. So. Nee, das ist nicht richtig. Da habe ich falsch angefangen. Wobei, wie viele stehen unten? Das ist eine ungerade Zahl, ne? Ah, egal. Also. Hier muss einer stehen. Genau. Und dann gehen wir hier an die Wand. Und verbinden die beiden miteinander. Weil dann kann man diesen da... Oh, die Nase juckt. Diesen einen da. Können wir vielleicht nochmal in die andere Richtung mitgehen, ne? Aber irgendwann können wir die auch mal noch upgraden auf Mark... Was ist das? Der ist Mark 1, ne? Ne? Ja, ja. Also man kann die ja noch upgraden auf Mark 2. Von daher... Okay, der beiden... Der gibt den beiden Strom. Hallo, danke. Gespeichert. Dann gibt der den beiden Strom. Und der gibt... dann den nächsten beiden hier Strom. So. Genau. Wunderbar. Wunderbar. So, das haben wir auch. Das bedeutet denn jetzt weitere Splitter.
hier ein Splitter und ein bisschen Gesplitter hier und da und so. Macht man einfach so, ne? So, alles gesplittert und alles angeschlossen. Ne, also schon, aber Schraube, 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 Schraube. Okidoki, dann haben wir jetzt diese Schrauben auch noch. So, und jetzt müssen wir uns ja dafür entscheiden, in welche Richtung die Schraubenabnahme funktioniert. Wenn ich jetzt hier so rüber gehe, dann könnte man das Ganze natürlich auch hier hinten abführen. Oder, also hier. Ich weiß das gar nicht, ne? Was ist denn logisch gedacht, wenn man jetzt daran denkt, dass ja jetzt noch irgendwann mal wahrscheinlich noch eine Etage hier raufkommen wird? Genau. Wenn man das bedenkt, ne? Dass da jetzt noch eine Etage raufkommen wird. Dann muss, das muss man ja irgendwie so mit einberechnen, so ein bisschen, finde ich. Also in welche Richtung soll das Ganze laufen, ne? Also, gehen wir da mal von aus, hier sind noch mehrere und die sind ja dann alle hier. Und ich will die dann hier bei denen mit abführen. Kombinieren, weiß ich gar nicht. Was war das jetzt nochmal? Unten, genau, unten ist, das war eine Line. Das heißt, das ist auch eine eigene Line mit 720 Schrauben. Genau, 720 Schrauben waren das. Das würde ja bedeuten, das würde hier reingehen und würde ja dann mitten in unserem Laufweg sein. Klar, man könnte das auch so machen und dann einmal um die Kurve, um das dann hier in einer Reihe, also dann nach unten und dann ist es genau daneben oder links daneben oder rechts daneben. Hier, das ist irgendwie voll schief. Sind alle so, ne? Ne, nur die beiden, den ersten. Egal. Genau, ob man das dann daneben setzt, so. Hier links oder rechts. Oder sagt man, nee, das machen wir einfach auf der anderen Seite. Und lassen das da reingehen dann. Aber dann ist ja auch irgendwann, es gibt ja wahrscheinlich noch einen dritten Turm. Also eine dritte Ebene. Wo soll das denn längs laufen? Oder man sagt, nee, das geht hier oben. Also das geht dann hier nach oben und dann hier durch die Decke. Also durch die Wand durch. Hier irgendwie, dann diese oder die, ist ja ist egal. Und dann hier raus und dann hier in den Boden rein. Also auch auf der Ebene von denen. Nur die Frage ist, welche ist das, welche Plattform? Diese hier, ne? Ja, diese Wand ist das. Mach ich das mal kurz wieder zu. Und hier ist der, genau. Genau, dann sind wir ja auf den Schrauben, das geht ja nicht. Das ist ja nicht möglich. Das heißt, das kann da nicht abgegeben werden. Das heißt, die Abgabe muss dann entweder hier sein oder hier neben. Also da. Also das könnte man so machen. Das wäre aber dann auch so ein kleines Gewurschel da oben wahrscheinlich, ne? Das bedeutet ja, dass man dann hier, also erstmal wahrscheinlich noch eine Höhe muss. Wir brauchen ja eh unsere drei. Das ist ja die Mindesthöhe. Genau. Und dann heißt das, wenn man hier jetzt mit denen auf einer Schiene, Linie ist, hier mit den unteren, müssten wir dann hier oben in der Luft nach rechts. Und dann hier rein. Und das könnte man dann so weiterführen. Bis man natürlich dann irgendwann auch wieder da an das Limit ankommt, ne? Man kann das ja nur so gesehen. Was war das hier? Wo ist er? Da. Das heißt hier. 1, 2. Oder ich würde sagen 2, 4, 6, 8. 10 Mal kann man das dann maximal machen. Aber es sollte, glaube ich, reichen, ne? Und selbst dann, ne? Kann man ja eigentlich immer noch einen nach vorne gehen. Hier ist ja genug Platz.
Ja, man lässt die dann alle so nach da laufen. Ja, das war so ein bisschen Brainstorming, ne? So macht man das, ne? Man muss ja auch überlegen, was man macht. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Das ist, glaube ich, am besten. Alles klar, dann setzen wir jetzt hier diese Fusionatoren. Genau auf den. Warte, wo ist der denn? Hier. Genau. Und danach da. Ich setze den mal kurz ab. Ja, ne? Das ist, wichtig. Ja, genau. Ja, wenn man den nur so absetzt, kann man übrigens in, da reingehen. Ne? Das ist ja auch mal das Gute. Ja, das ist richtig. Okidoki, dann setzen wir die jetzt so hier hin alle. So. Schlangenlinie hier. Alles anschließen, bitte. Letzter Aufruf. Wer jetzt nicht angeschlossen ist, wird nicht mitgenommen. Und dann machen wir gleich auch wieder hier Mark 3, ist ja klar. So, das Gute an dieser Sache ist, diese 120 Schrauben können ja so gesehen jetzt schon mal auf jeden Fall zu den schweren modularen Rahmen. Weil unten... Ja klar, wir könnten die auch noch hier mit anschließen, an diesen Strang. Na, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Da bin ich ein bisschen überfragt. Aber egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere 120, Schrauben. Und diese Schrauben, die müssen wir jetzt ja noch abführen, wie ich gerade gesagt habe. Dann setzen wir uns jetzt hier so ein Apparat hier ran. Und der muss ja auf die Höhe, ne? Genau. So, wo wollen wir jetzt genau rausgehen? Wo war das hier? Das Ding da? Das heißt, wir gehen... hier raus. In der. Und aus der wird die. Nee, Mama. Wir nehmen... das ist jetzt nochmal eine Frage. Nee, ich nehme eine. Eine. Es ist überhaupt gar keine Frage. Wir brauchen nur die eine. Weil das ja pro Ebene ist. Na so, genau. Alles klar. Dann, Apparat ran. Apparat. Und dann, ja. Das ist jetzt die Mitte davon. Das ist jetzt auf der Mitte der Ebene. Und das ist auf der Mitte der oberen. Ich guck mal. Wir gucken mal. Und, wo sind wir denn hier? Ja. Kommen wir da überhaupt mit dem Fuß hoch? Nee. Das müssen wir stapeln. Einmal. Stapelage. Wo bist du? Da. Genau, das ist ja hier die... die Mitte der Mitte, ne? Ist das wieder? Also hier. So, ne? Nee. So. Wegmachen wir da, den einen da. So, genau. Und dann müssen wir ein paar übereinander stapeln. Ich weiß nicht, wie viele. So. Junge, was machst du da? Ist schon zu hoch? Warte mal. Wir müssen hier doch auf einen Nenner kommen, Leute. Das kann doch nicht sein. Ist das jetzt gleich hoch? Also erstmal ist das viel zu weit vorne. Das war viel zu weit vorne. Er hat wieder gespeichert. Das ist immer noch zu weit vorne. Hä? Kann doch gar nicht sein. Wie ich immer noch dagegen hause. Achso, ja, okay, doch. Aber ist das jetzt gerade? Ja, das ist gerade. Okay, aber warum ist das dann da nicht gerade? Muss ich hier noch einen höher? Das
sah so gut aus, fand ich. Könnt ihr mal eine Hilfslinie anzeigen, bitte? Ich krabbel jetzt hier einfach hoch. So, warte mal. Das ist zu hoch. Das ist richtig. Ja, das sieht schick aus. Genau, und jetzt könnte man ja eigentlich, weil das ja auch voll im Weg ist hier, ne? Ich mag das ja nicht. Dann auch wieder abreißen. Oder lassen wir das stehen? Hm. Ich glaube, ich lasse das erstmal stehen. Okay, Doki. Dann jetzt ab nach unten. Hier. Und dann schließen wir den hier an. Und das ist genau hier. Nee, du musst daran. Und dann so. Jawohl. Und dann könnte man ja, wenn man Glas hat, nicht so wie ich, der immer noch kein Glas bauen kann, hier so und da so und da so und dann so und so und so, und dann kann man so einen Glaskasten da so rumbauen. Und den kann man dann später vielleicht noch beleuchten, wenn man... Also ich habe schon Schilder, habe ich gesehen, letztes Mal. Aber die kann ja keiner bauen ohne Quarz. Und Lampen kann ja keiner bauen ohne anständige Mengen von Turbodraht. Aber das ist jetzt auf jeden Fall so die Aktion, die ich geplant habe. Genau, und weiter geht die Aktion dann hier unten. Und ja, dann muss man gucken, wie man zum Ziel kommt, ne? Ich würde jetzt sagen... Bastel hier schon mal einen ran. Mit Licht, bitte. Ja, aber den lasse ich erstmal trotzdem ganz an der Decke. Und ja, da kommen dann die Schrauben raus. Hier sind übrigens die anderen Schrauben. Und das sind, ja, die Schrauben gehen zum Knotenpunkt. Oder wo gehen die hin? Ne, die gehen auch zu einer anderen Produktion. Genau. Alle mit Mark 3 unterwegs. Ja, 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 ja. Genau. Also da werden die nochmal gesplittet. 270 auf jeweils 135. Auch wenn das nicht ausreichend ist. Aber das ist ja hier alles nur Mark 3. Okay, alles klar. Also ich finde, das war jetzt schon mal ganz cool. Das hat uns weitergebracht, denn wir haben jetzt die Schraubenproduktion erweitert, die Schlangenproduktion erweitert, die Eisenplattenproduktion erweitert, oder? Ja, ne? Genau. Als nächstes müssen wir gucken, wie viel Eisenerz wir wirklich brauchen. Wobei wir das wirklich erst machen können, wenn wir Mark 4 haben, weil dann können wir das ja auch erst umsetzen. Ne? Das ist ja dann einfach nur eine Rechnerei und dann weiß man das und dann kann man trotzdem nichts dran ändern. Das bringt ja keinem was. Genau. So, wir haben auf jeden Fall jetzt die Schrauben dafür. Die Stahlbetonträger, die modularen Rahmen. Alles, was dafür benötigt wird, haben wir erhöht an der Produktion. Jetzt müssen wir rübergehen in die Stahlbude drüben. Genau, in die Stahlbude. Und da müssen wir die Stahlrohre erhöhen und die benötigten Stahlbarren dafür. Und wahrscheinlich müssen wir dann ja auch oben, dort oben drauf bauen schon. Weil, genau, wir müssen dann nochmal nachrechnen, wie viele... na, wie heißt der Apparat? Sag schnell. Schmelze, genau. Wie viel Schmelzen wir an Mark 5 maximal anschließen können. Genau, ich bin der Meinung, wir hatten das schon mal gemacht. 16 oder 17, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dort oben auch was raufbauen. Genau. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, lässt ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und ja. Wie immer, Satisfactory. Beim nächsten Mal geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, ciao.